Dieser Schuh kommt verbraucht aus der Verpackung und kostet fast 500 Euro. Nike will nämlich den Effekt erzeugen, wie als wäre dieser Schuh 1986 auf einem Dachboden vergessen worden. Hier gibt es auch eine Rechnung, die dabei ist von 1986. Dass Nike sich genau für diesen Sneaker entschieden hat, ist kein Zufall. Denn das war der erste Colorway, in dem Michael Jordan selber Basketballspiele bestritt. Das weiße Leder ist schon vorgecrackt, das heißt, es gibt kleine Risse in ihm. Die Midsole ist vergilbt. Und hier oben, das sehr, sehr strapazierte Leder ist schon komplett gebrochen. Wir haben gar kein klares Schwarz mehr, sondern es sieht mehr aus wie ein Braunton fast. Dass die Sohle hier vergilbt ist, die ist so leicht gelblich. Da gab es einen riesigen Trend auf Social Media, wo alle Leute künstlich versucht haben, ihre Schuhe eben älter aussehen zu lassen. Wir bekommen hier eine Box, die so aussieht, als ob sie bereits auch Alterungsspuren hat. Wir haben hier vorne auch diese Sale-Sticker künstlich nochmal draufgeklebt. Man muss sagen, wenn dieser Schuh wirklich so alt wäre, könnte man den heute gar nicht mehr tragen. Weil die Schuhe haben das Problem, dass hier das Gummi dir komplett wegbröselt und teilweise sich die Sohle vom oberen des Schuhs löst. Das heißt, ein Schuh, der wirklich so alt wäre, der wäre heute gar nicht tragbar. Der hier ist aber tragbar, ohne dass er kaputt geht. Der Schuh liegt aktuell wirklich, und das klingt jetzt verrückt, aber er liegt nur bei 400 Euro. Und das ist meiner Meinung nach, basierend auf der gesamten Historie, eigentlich zu wenig für diesen Sneaker. Was hältst du von diesem Schuh? Schreib es uns in die Kommentare.